Ein BIM-Fahrer geht viral und wird daraufhin gefeuert. Und Emma Watson macht Schluss mit Hollywood. Damit Hallihallo bei Push zu Mittag. Schön, dass ihr dabei seid. Vor ein paar Monaten ging dieses Video im Netz rum. Grün, du bist ein Arschloch? Du hast Nachrang. Du hast Nachrang, du Idiot. Du hast Nachrang. Du hast Nachrang, du Mistgeb. Mittlerweile gibt es ein Lied zu dem Vorfall und sogar einige Parodien. Wer sich jetzt allerdings weniger darüber amüsiert, ist der Fahrer selbst. Die Wiener Linien haben ihn jetzt nämlich gefeuert, allerdings ein wenig zeitversetzt, weil er davor noch in einer Schutzfrist wegen Elternzeit war. Der Grund: Mit diesen verbalen Ausrutschern habe er ein nicht tolerierbares Verhalten an den Tag gelegt. Der Betroffene selbst hält das für übertrieben und klagt jetzt. Laut seinem Anwalt hätte in diesem Fall auch eine Verwarnung gereicht, weil er selbst ja beschimpft und provoziert wurde. Der Verhandlungstermin, der wird wohl im März schon stattfinden. Fußballspielerin Viktoria Schnaderbeck spricht am kommenden Donnerstag in einem Online-Vortrag erstmals über ihr Coming-out und ihre Liebe zu ihrer Freundin Anna. Pünktlich vor dem internationalen Frauenmonat, März, passt das thematisch natürlich super und wie sie selbst mitteilte, hatte sie so einen Vortrag auch schon länger geplant. Schon während den Vorbereitungen hat sie viel Zuspruch und auch positives Feedback erhalten. Ihre Partnerin hilft ihr wohl auch sehr viel dabei. Das Ziel ihres interaktiven Vortrags ist es, das Publikum zum Nachdenken anzuregen, mit einem Tabu zu brechen und natürlich auch die Gesellschaft ein wenig zu motivieren, offener zu sein. Finde ich persönlich sehr, sehr schön. So, und Achtung, Trigger Warning, es geht jetzt kurz um sexuelle Gewalt. George Clooney plant nämlich mit seinem Produktionspartner Grant Heslov und ihrer gemeinsamen Firma Smokehouse Pictures eine Doku-Serie über einen Missbrauchsskandal an einer Uni in den USA. Die Firma Sports Illustrated ist dabei auch involviert. Gemeinsam gehen sie den zig Missbrauchsvorwürfen an einen Teamarzt von der Ohio State Universität nach. Er soll jahrzehntelang SportstudentInnen missbraucht haben. Erst im Oktober hatte die Zeitung Sports Illustrated einen investigativen Artikel dazu veröffentlicht. Da sprechen Dutzende frühere StudentInnen über diesen Arzt. Besonders heftig, es gab wohl immer wieder Beschwerden, die Uni selbst hat aber trotzdem nichts unternommen. Erst letztes Jahr kam dann ein Entschädigungsangebot seitens der Universität in Millionenhöhe. Schauspielerin Emma Watson ist bald nur noch Emma Watson. Sie hört nämlich auf mit Hollywood. Laut der britischen Zeitung Daily Mail will sie sich in Zukunft auf die Liebe konzentrieren und verbringt die Zeit jetzt mit ihrer neuen großen Liebe, dem Unternehmer Leo Robinson. Seit mittlerweile 18 Monaten sind die beiden jetzt zusammen, aber sie halten sich, so gut es geht, raus aus der Öffentlichkeit. In den britischen Medien wurde vor kurzem trotzdem ein Foto der beiden veröffentlicht und wie die Menschen halt so sind, wurde damit die Gerüchteküche natürlich sofort angeheizt und es ist die Rede von einer Verlobung. Aber bisher sind das nur Spekulationen. Wir gönnen ihr auf jeden Fall eine wohlverdiente Pause. Das war euer Mittagsupdate. Mahlzeit, genießt das Essen und bis gleich mit ganz neuen Infos hier bei Push.